Ja, herzlich willkommen in meinem Backofen. Genau den brauchen wir heute. Ich zeige euch nämlich ein Rezept, das noch fast niemand kennt, das wunderbar nach Bittermandeln und Marzipan schmeckt, obwohl nichts von dem drin ist. Es ist nämlich das Rezept von einem Fenchelcake. Schaut zu, probiert es aus, es würde mich freuen zu erfahren, was ihr davon haltet. Ich sage euch, das wird super, ein Fenchelcake. Zutaten, die seht ihr am Schluss von diesem Video. Wir fangen gerade an. Was ich zuerst mache, ist, dass ich den Anken in die Schüssel gebe. Dann nehme ich genau gleich viel Zucker, wie ich Anken habe, durch das miteinander gut vermixen. Die beste Zutat für unser Fenchelcake ist natürlich der Fenchel selber. Eine einzige Knolle reicht. Und während ich in einer Schüssel 230 g Anken und 230 g Zucker schon ein bisschen miteinander verrührt und noch ein bisschen mehr weich werden, kann man schon mal den Fenchel in feine Stücke schneiden. Kleine Würfel, das reicht. Wichtig ist, dass wenn er so Bässeli dran hat, der Fenchel, die unbedingt dran lassen, denn die haben ein wunderbar aromatisches Flair, das am Ganzen zukommt. Also einfach eine kleine Würfel schneiden zuerst den Fenchel. Fenchelstückchen jetzt 5 Minuten blanchieren im kochenden Wasser. Wichtig ist, dass man kein Salz ins Wasser tut, das soll ja schliesslich ein süßes Cake geben. Einfach 5 Minuten ziehen. So, 5 Minuten sind durch. Der Fenchel hat sein Aroma wunderbar entfaltet und wird auch seine Farbe sehr schön behalten. Ich nehme ihn raus. Tun auf einen Teller verteilen, sodass er dann gut auskühlen kann. So, Ei und Zucker haben eine schöne Masse ergeben. Ist wunderbar hell und weich geworden. Jetzt gebe ich die geriebene Schale von einer Zitrone dazu. Und gebe noch ein bisschen Salz rein. Und jetzt tue ich nach und nach ein Ei nach dem anderen schlagen, bis ich 5 Eier unter die Masse gemischt habe. Jetzt gebe ich ein Päckchen Vanillezucker rein. Und ein etwa 2 cm grosses geschältes Stück Ingwer. Das presse ich durch eine saubere Knoblauchpresse durch. Und jetzt sieble ich 230 g Mehl und einen Teelöffel Backpulver dazu zur Masse. Das tue ich jetzt miteinander verrühren. Und jetzt kommt etwas ganz Spezielles. Ich habe hier Sternanis. Und was ich mache mit dem, ist, dass ich die kleinen Sämli, die da innen stecken, rausnehme und die in einem Mörser fein zerstossen. So, die zermörserten Sternanis-Samen und auch Teile von der Kapsel tue ich jetzt durch ein feines Teesieb durchsiebeln. So, dass wirklich nur das fein zermörserte Pulver in unser Cake kommt. Das schmeckt schon jetzt herrlich intensiv. So, das hier, das ist einfach verholzte Masse. Das und weg von Kompost. Und der Fenchel, den ich abhalten konnte, tue ich jetzt auch noch da rein und dann ist unsere Cake-Masse schon fertig. So, die wunderbare Cake-Masse, die ist bereit für den Ofen. Ich habe hier eine normale Cake-Form aus so ungefähr 28 cm.
das ich vorbereitet bin mit Backpapier. Und mache die Masse rein. So, jetzt kann das in den Ofen. So, 180 Grad, Umluft 55 Minuten bis eine Stunde, das ist Backzeit für unser tolles Cake. Viel Spass beim Zuschauen. So, eine gute Stunde ist durch und das ist das Resultat, unser herrlicher Fenchel-Cake. Ich lasse es auf einem Kühlgitter zuerst 5 Minuten auf dem Papier und dann ohne Papier gut auskühlen und dann ist es schon parat zum Essen. Viel Spass beim Nachbacken!